Hey Leute, Oliver Schirmer hier. Ja, heute geht es mal um die Geheimnisse des Attraction Marketings. Und wir wollen heute einfach mal dem Thema auf den Grund gehen, was machen denn erfolgreiche Menschen einfach anders wie die weniger erfolgreichen? Weil manchmal erscheint es ja einfach so, dass erfolgreiche Menschen, egal was ihnen zustößt, ob sie einen finanziellen Rückschlag oder sogar eine Pleite erleben, innerhalb kurzer Zeit wieder da sind. Ja, wo die Sonne scheint, wo der Erfolg zu Hause ist. Und ja, und ich glaube einfach nicht, dass es an dem Wissen liegen kann, was diese Menschen haben, weil ja, das Wissen ist gerade in der heutigen Zeit über Google und YouTube für jeden zugänglich, sondern ich denke oder ich bin davon überzeugt, dass es eher die Art und Weise ist, wie diese Menschen mit ihrem, ja, mit ihrem Wissen umgehen. Und es ist ja einfach so, je wertvoller ein Mensch in den Augen anderer Menschen ist, ja, umso attraktiver wirkt er auf diese Menschen und je dicker ist halt dementsprechend auch sein Bankkonto. Und stell dir doch einfach mal die Frage, stell dir mal vor, jemand würde ein Allheilmittel gegen Krebs oder AIDS erfinden. Glaubst du, dass diese Person sich um ihre finanzielle Zukunft noch jemals Sorgen machen braucht oder dass ihr die Kunden ausgehen oder was auch immer? Und genau da ist der Ansatz, welchen Wert schaffen diese Menschen eben oder welchen Wert schaffst du ja für andere? Und da geht es heute im heutigen Artikel drum. Und wenn dich das Thema interessiert, wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Lesen, gute Erkenntnisse. Mich würden deine Gedanken zu diesem Thema interessieren, also würde ich mich freuen, wenn du mir ja einen Kommentar hinterlässt und damit wir einfach in den Dialog treten können. Ich wünsche dir maximalen Erfolg, alles, alles Gute, bis demnächst, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.